Wer an Sport und Stärke denkt, der denkt natürlich, klar, ans Gewichtheben. Aber die wenigsten von euch, die werden jetzt eine Frau im Kopf haben, oder? Janina Bahl beweist uns heute aber das Gegenteil. Sie ist seit 1,5 Jahren professionelle Gewichtheberin und unter anderem in der ersten deutschen Bundesliga der Gewichtheber unterwegs. Und wie das Gewichtheben so funktioniert als Sport und was das Ganze besonders macht, vielleicht auch gerade als Frau in diesem Sport, das verrät uns Janina heute im Interview. Herzlich willkommen, Janina. Schön, dass du dabei bist. Hallo Eva, vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf. Die erste Frage, die ich an dich hätte, ist einfach mal, erklär, wie funktioniert dein Trainingsalltag? Was machst du da und was macht dein Trainingsalltag aus? Ja, gerne. Also ich trainiere circa 5 bis 6 Mal die Woche. Eine Trainingseinheit sind circa 2 bis 2,5 Stunden. Und der größte Teil besteht aus Langhanteltraining. Das sind die ganz klassischen Übungen an der Langhantel, die beiden Wettkampfdisziplinen abgewandelt und ganz viele Kniebeugen. Also ich mache mindestens 3 Mal die Woche Kniebeuge, davon meistens 2 Mal Kniebeuge hinten, da liegt die Hantel im Nacken, und 1 Mal auch Kniebeuge vorne, da liegt die Hantel hier vorne. Dazu kommt noch ganz viel Züge, was eine abgewandelte Übung von Kreuzheben ist, und am Ende vom Training ist auch ganz viel, wir nennen es Accessory, wie Plank oder Übungen für die kleinen, für die Stabilisationsmuskulatur in der Schulter zum Beispiel. Das macht so ziemlich eine Trainingseinheit aus und je nachdem, wie intensiv die so ist, kommt drauf an, ob wir am Wochenende Wettkampf haben oder ob bald irgendwas anderes Großes ansteht. Das klingt relativ trainingsaufwendig, was du da jetzt beschreibst und ja auch an sehr vielen Tagen in der Woche, an denen du im Training bist. Wie lässt sich denn sowas eigentlich vereinbaren mit dem Studium? Denn du bist ja auch nebenzu quasi noch Studentin. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Ja, ich glaube, da ist das Stichwort auf jeden Fall Zeitmanagement. Also man muss sich vorher die Zeit, glaube ich, auch nehmen. Ich habe mir feste Trainingszeiten ausgesucht, wenn ich mit meinem Trainer trainiere. Das heißt, die waren auch immer gesetzt. Und außenrum plant man, habe ich dann immer meinen Alltag geplant. Die Uni-Vorlesung habe ich so gelegt, dass sich nichts überschneidet. Und ich habe dann meistens auch nach dem Training abends dann nochmal was gemacht. Generell ist mein Training immer nachmittags. Das heißt, vormittags war dann Uni. Nachmittagstraining und dann abends meistens nochmals Uni. Ja. Wie reagiert denn da dein Umfeld eigentlich auf dieses trainingsintensive Programm? Ist da viel Verständnis da, also auch in Bezug zum Beispiel auf potenzielle Arbeitgeber, dass sie sagen, na klar, die Janina, die ist Gewichtheberin und die muss so viel trainieren, da stellen wir sie frei? Oder hast du da auch manchmal damit zu kämpfen, dass du dich dann durchsetzt und sagst, so, ich muss jetzt aber los, ich muss trainieren? In meinem sozialen Umfeld ist es sehr akzeptiert, da viele meiner Freunde auch Sport wettkampforientiert machen. Da stößt das natürlich auf super viel Verständnis und man tauscht sich auch gerne über die verschiedenen Sportarten aus, weil komplett anders trainiert wird. Wenn man es auf die berufliche Perspektive bezieht, da wird oft nachgefragt. Da ist oft dieselbe Frage, wie vereinbarst du das mit deinem Alltag? Wie viele Stunden hat denn eigentlich dein Tag? Ist auch so gerne so eine Frage, die gestellt wird. Aber da muss man, wie gesagt, einfach ein bisschen Prioritäten setzen, wann man was machen will. Und dann fällt vielleicht mal eine Party hinten runter, wenn halt samstags der Wettkampf ist. Aber das ist es mir auf jeden Fall wert. Und für die berufliche Perspektive, denke ich, hat es mir eher viel gebracht, weil man eben Zeitmanagement ganz aktiv und früh lernt. Stichwort Motivation. Ich kann mir das ehrlich gesagt kaum vorstellen. Also du bist zum Beispiel am Freitag auf einer Party abends und die geht dann vielleicht ein bisschen länger. Wie schaffst du es denn zu sagen, okay, jetzt muss ich nach Hause, weil am Samstagmorgen geht es ins Training? Und vor allem, wie motiviert man sich über so eine lange Strecke immer wieder? Also ich glaube, wenn ich samstags einen Wettkampf habe, dann stehe ich freitags nicht auf der Party. Ich glaube, das muss ich dann auch noch dazu sagen, weil Gewichtheben ist ja auch, hat super viele Gewichtsklassen. Und ich bin in meiner eigenen Gewichtsklasse aktiv. Das heißt, ich muss am Wochenende und die Tage davor auch schon aufpassen, was ich esse, dass ich nicht zu schwer bin am Wettkampf. Und da fällt dann so eine Party weg, weil Alkohol hat dann, glaube ich, an der Stelle nicht so viel zu suchen. Dann muss die Party halt eine Woche vorher stattfinden. So viel dazu. Und zur Motivation. Ich glaube, wenn man sich ein Ziel gesetzt hat, meistens hat man am Ende von einer Vorbereitung ein Zielgewicht, was man im Wettkampf machen will. Und das ist für mich alle Motivation wert, da hinzukommen, weil ich weiß, wenn ich die Gewichte mal hochheben will, muss ich auch so viel trainieren. Das fällt ja nicht vom Himmel, die Kraft. Deswegen, also mich motiviert es jeden Tag aufs Neue, das zu bewegen, selbst fitter zu werden. Das
da ist für mich überhaupt keine Disziplin quasi notwendig, weil es mir selbst so viel Spaß macht. Ja. Das bedeutet, oder so wie ich dich verstehe, dass die Challenge auch einfach du selbst und auch immer wieder die Überwindung von neuen Grenzen ist. Kannst du uns mal aufzeigen, wie schwer eigentlich Gewichte sind, mit denen du da umgehst? Ja, also es ist auf jeden Fall ein Kampf gegen dich selbst. Gewichtheben ist eine Einzelsportart. Es ist wirklich du gegen das Gewicht. Im Wettkampf trittst du noch gegen andere Frauen an, aber maßgeblich ist es du gegen das Gewicht, was du dir selbst vorgenommen hast. Was für Gewichte? Meine letzte Bestleistung waren 75 Kilo im Reißen und 90 Kilo im Stoßen. Und das war auch ganz, das waren meine Ziele für das Ende der Saison. Und im Wettkampf habe ich dann 3 Versuche und im ersten Versuch geht man mit etwas weniger Gewicht raus. Das heißt meistens bei mir so 67, 68 Kilo. Im zweiten Versuch probiert man dann einen mittelschweren Versuch oder eigentlich schon recht schweren Versuch zu setzen mit ca. 72 Kilo. Und im dritten Versuch versucht man dann eine neue Bestleistung zu machen. Dass das aber so funktioniert, da muss der Tag schon wirklich sehr gut laufen und du musst im Kopf voll dabei sein und da kommt schon wirklich viel zusammen. Da muss auch die Tagesform stimmen. Genau, aber so sieht das dann ungefähr gewichtstechnisch aus bei mir. Wie hast du es denn eigentlich geschafft, innerhalb von 1,5 Jahren, das klingt für mich nach einer sehr kurzen Zeitspanne, so schnell auf ein so professionelles Level und dann auch in die erste Bundesliga der Gewichtheberinnen zu kommen? Wie geht das? Ich glaube, ich hatte schon einen Vorteil dadurch, dass ich davor schon 6 Jahre Leistungssport im Rudern gemacht habe. Das heißt, ich hatte schon ein gewisses Grundlevel an Sport und Fitness und ich hatte mich dann dazu entschieden, CrossFit auszuprobieren und bin so zum Gewichtheben gekommen. Und ich hatte, zwar braucht man fürs Gewichtheben keine Ausdauer, die ich vom Rudern hatte, aber schon das generelle Hantelgefühl hatte ich. Ich hatte schon mal Kniebeugen trainiert in meinem Leben. Ich hatte schon mal Kreuzheben trainiert. Das heißt, ich habe nicht von null angefangen. Das hat mir sehr, sehr, sehr viel gebracht. Dann hatte ich, glaube ich, noch das Glück, ein recht gutes Körpergefühl mit der Hantel zu haben. Und dann habe ich die Bewegung relativ schnell lernen können. Da hat mich dann mein Trainer nach circa einem halben Jahr gefragt, ob wir nicht mal einen ersten Wettkampf zusammen machen wollen. Also der erste Wettkampf, da habe ich wirklich kaum Gewicht bewegt, rückblickend. Aber das erste Mal einen neuen Wettkampf in der neuen Disziplin zu machen, ist auch mit sehr, sehr viel Aufregung verbunden. Das war auf jeden Fall eine super coole Erfahrung. Und so hat sich das dann so Stück für Stück in die Richtung entwickelt. Ich habe mir dann einen Verein gesucht über Freunde, bin dann beim AC Mutterstadt gelandet, bei denen ich auch mehr als glücklich bin. Und dann wurde ich von denen auch für ein paar Wettkämpfe für die erste Bundesliga schon letzte Saison nominiert, was wirklich absolutes Highlight war. Jetzt hast du uns gerade den Einblick in die Wettkämpfe gegeben. Ich möchte noch einmal kurz auf die Trainingssituation zurückkommen. Trainierst du denn alleine mit deinem Trainer zusammen oder ist das so, dass du mit anderen Frauen, die dann in der gleichen Gewichtsklasse unterwegs sind, zusammen trainierst? Wir sind tatsächlich so eine kleine Trainingsgruppe von Mädels und auch Jungs, für die mein Trainer quasi Trainingspläne schreibt. Wir sind, der Jüngste ist, glaube ich, 11 und Ältestes wahrscheinlich Richtung 30, hätte ich jetzt getippt. Und wir sind alle in unterschiedlichen Gewichtsklassen, haben alle unterschiedliche Ziele auch. Und wir trainieren, soweit es geht, eigentlich immer zusammen. Manche haben ein bisschen anderen Trainingsrhythmus, aber wir finden uns immer in einer Trainingsgruppe, wenn wir unter der Woche zusammen trainieren. Was ich total super finde, weil ich glaube, es pusht einen nochmal deutlich mehr, als wenn man alleine trainieren würde, tagtäglich. Mein Trainer ist aber immer dabei und unsere kleine Trainingsgruppe motiviert uns dann gegenseitig, noch ein bisschen besser zu sein im Training. Und kann man vom Gewichtheben als Sport leben oder kann das nur ein Hobby, auf vielleicht auch professionellem Level, aber eine Nebentätigkeit bleiben? Für mich wird es auf jeden Fall immer eine Nebentätigkeit bleiben. Ich würde sagen, wenn man es in die Nationalmannschaft schafft, hat man auch Chancen, während dem Zeitraum auch vom Gewichtheben zu leben. Klar muss man sich dann, wenn man die aktive Karriere beendet, dann auch neu orientieren oder anders orientieren. Aber während der aktiven Zeit, die Nationalmannschaft fährt ja auch zu Olympia, hat man auf jeden Fall Chancen, davon leben zu können.
Und jetzt natürlich die unweigerliche Frage, es ist am Anfang schon ein bisschen angeklungen, aber du als Frau, die jetzt Gewichtheben macht, auch auf so professionellem Level, mit dem ganzen Commitment, das dahinter steht, hast du manchmal das Gefühl, dass dir Vorbehalte entgegengebracht werden, so nach dem Motto, naja, das ist ja gar nicht der klassische Frauensport, da gibt es ja viel traditionellere Sportarten, man denkt zum Beispiel ans Reiten oder an andere Sportarten, oder ist das mittlerweile überhaupt kein Thema mehr? Also sind Frauen genauso akzeptiert im Gewichtheben und werden da auch genauso von Zuschauern getragen und sind dort verankert, oder wie ist da dein Eindruck? Innerhalb des Gewichthebens würde ich sagen, dass es mittlerweile sehr gleichwertig ist zwischen Männern und Frauen. Gewichtheben ist eine sehr kleine Sportart, eine Randsportart. Das heißt, innerhalb des Gewichthebens kennen sich wirklich fast alle untereinander, würde ich sagen, zumindest die Wettkämpfe machen. Wenn man aber aus dieser kleinen Bubble rausgeht, dann ist es schon wieder, glaube ich, eine ganz andere Geschichte, weil die meisten nicht erwarten, dass, also Gewichtheben generell als Sportart, man hat meistens im Kopf Matthias Steiner, der damals Olympiagold gewonnen hat, der stolze 160 Kilo auf die Waage gestellt hat. Die meisten sind das ja nicht. Es gibt super viele Gewichtsklassen. Wenn man mich fragt, was für Sport ich mache und ich sage Gewichtheben, sagen die meisten, du siehst aber gar nicht aus, als würdest du Gewichtheben machen. Also es liegt daran, dass es halt auch viel niedrigere Gewichtsklassen gibt, wo man dann halt anders aussieht. Die niedrigste Gewichtsklasse bei den Frauen ist bis 45 Kilogramm. Das muss man sich mal überlegen. Das ist unfassbar leicht. Ich selbst bin jetzt nicht in der bis 45 Kilogramm Kategorie, aber das heißt einfach nicht, dass man vom Aussehen auf den Sport quasi runterbrechen kann. Und oftmals wird dann auch nochmal gefragt, wie das denn, ja, wie groß der Frauenanteil im Sport ist. Ich bin mir da gerade gar nicht so genau sicher, aber es kommen immer mehr Frauen rein. Mein Trainer hat fast eine komplette Frauentrainingsgruppe, weil Frauen auch immer mehr auf den Kraftsport draufkommen. Das ist ist wirklich eine super Sportart. Und auch wenn sie für Frauen noch nicht so präsent ist, da ist schon viel am Tun. Es gibt mittlerweile auch immer mehr Women's Competitions, was ich total super finde, um da die Frauen weiter zu pushen in dem Sport. Gibt dir die Stärke, die du ja durch den Sport hast, auch die mentale Fitness, die damit kommt, gibt dir das eigentlich auch mehr Selbstbewusstsein im Alltag und vielleicht auch in Situationen, wo Frauen klassischerweise manchmal mehr zu befürchten haben? Man denkt zum Beispiel an den dunklen Heimweg am Abend oder aber auch sonst, wenn man mal irgendwie blöd angemacht wird von irgendwelchen Typen, dass du sagst, na gut, also im Zweifelsfall haue ich den Typ halt auch einfach weg, oder spielt das weniger eine Rolle? Ich glaube, das spielt eher weniger eine Rolle. Ich glaube, wenn man abends den dunklen Heimweg heimläuft, dann hat man irgendwie ein bisschen Angst, egal welchen Sport man macht. Aber wenn ich dann mit Freunden unterwegs bin, ist dann wieder alles komplett in Ordnung. Aber ich glaube schon, dass es mir beziehungsweise eine Balance für den Alltag gibt, einfach den Ausgleich. Ich brauche Sport unbedingt als Ausgleich, um den Kopf ein bisschen frei zu bekommen, um mich mal auf was anderes zu konzentrieren. Und ich glaube, da hat mir Gewichtheben ganz viel Balance für den Alltag mitgegeben, um einfach generell ruhiger und konzentrierter zu sein. Und gibt es noch etwas, was du noch unbedingt gewinnen willst, einen Wettbewerb oder eine Challenge, die für dich noch aussteht oder vielleicht sogar auch nochmal den Wechsel der Sportart, so wie vor 1,5 Jahren? Oder bleibst du beim Gewichtheben und bist jetzt momentan ganz glücklich mit dem Status quo? Ich bin super happy bei Gewichtheben. Ich glaube nicht, dass ich in der nahen Zukunft nochmal die Sportart wechsle. Was meine sportlichen Ziele angeht, ich will auf jeden Fall weiter in der ersten Bundesliga heben und ich will auf jeden Fall besser werden in bezüglich Relativpunkte, die ich momentan erreiche. Das ist das Punktesystem. Da will ich auf jeden Fall weiter dran arbeiten, weiter besser werden, dass wir für unsere Bundesligamannschaft, dass ich da noch mehr beisteuern kann für potenzielles Bundesliga-Finale. Finale, das ist ein Stichwort. Wir müssen leider jetzt zum Ende kommen. Ich hätte noch so viele Fragen, Janina, aber die Abschlussfrage an der Stelle. Was kannst du denn unseren jungen Zuschauerinnen empfehlen, die sagen, hey, Gewichtheben, das klingt irgendwie richtig spannend und Janina ist auch eine coole Frau. Ich möchte das vielleicht mal ausprobieren. Wo kann man sowas gut ausprobieren und was sollte man dafür alles mitbringen für den Sport, damit es klappt? Ja, sehr gern. Also keine Scheu davor, wenn ihr Bock habt, das auszuprobieren, schaut entweder nach Gewichthebervereinen oder nach CrossFit-Box bei euch in der Gegend. Es wird meistens in beiden Locations angeboten.
Und wirklich keine Scheu. Keiner wird euch eine Hantel mit haufenweise Gewicht hinlegen. Ich habe Gewichtheben mit Besenstiel gelernt. Also das geht ganz Schritt für Schritt. Es geht erstmal, geht voll um die Bewegung. Man lernt super, super viel Technik und es bringt für das allgemeine Körperbefinden super viel. Also keine Scheu, ich kann es euch wirklich nur ins Herz legen, es auszuprobieren, wenn es spannend für euch anhört. Und ja, vielen Dank. Ich sage ganz herzlichen Dank für deine Zeit, Janina. Und unseren Zuschauern sei an der Stelle auch noch ein Besuch der Webseite des Verbands Deutscher Gewichtheber empfohlen. Da findet ihr viele weitere spannende Informationen und Details vielleicht auch zu eurem baldigen Trainingsstart. In dem Sinne, macht's gut und bis bald.